Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein bisschen anderes Thema. Heute geht es nicht ums Thema Gaming, heute geht es um das Thema Serien. Ganz speziell, wie schon am Titel zu erkennen, um das Thema Supernatural Staffel 15. Denn Supernatural ist fertig. Und bevor ihr jetzt abschaltet, keine Angst, ich werde das Video quasi in zwei Parts rausbringen. Dieser Part hier ist komplett spoilerfrei. Natürlich gilt das aber nicht für die Staffeln davor. Das heißt, hier wird es trotzdem Spoiler geben. Auf jeden Fall für Staffel 14. Und auch für die vorherigen Staffeln können natürlich Spoiler entstehen. Staffel 15 werde ich hier weitestgehend gar nicht spoilern. Schon gar nicht auf das Ende eingehen, auf das große Finale. Ja, viel Spaß mit dem Video. Scheiß leise! Ich habe mir Staffel 15 von Supernatural jetzt angeschaut, auf Englisch, und habe das Ganze relativ durchgebingewatcht, bis auf die letzten zwei Episoden. Da war ich ein bisschen zu schnell gewesen oder einfach die Produktion zu langsam wegen Corona, wurde das eben auch sehr stark verschoben. Und ich war richtig heiß drauf. Ich konnte wirklich nicht mehr warten, bis die Staffel auf Deutsch rausgekommen wäre oder eben rauskommt, weil einfach die 14. Staffel mit dem Cliffhanger am Ende ja doch so ein bisschen getriggert hat, worauf es jetzt hinauslaufen könnte. Denn wir erfahren in Staffel 14 ganz zum Schluss, wer der große Gegenspieler ist, das große Böse, will ich mal so sagen, hinter allem Gott selbst. Und das fand ich schon eine ziemlich krasse Entwicklung, weil ich hätte damit eigentlich nicht so ganz gerechnet. Es gab jetzt Leute in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, das haben sie kommen sehen. Ich habe das auf gar keinen Fall kommen sehen. Auch im Nachhinein muss ich sagen, ich fand das jetzt nicht so offensichtlich, dass Gott der große Böse wäre. Gott wurde uns ja mehr als so ein verzweifelter Mensch vorgestellt, der einfach sein Vertrauen in nahezu alles verloren hat und deswegen sich um gar nichts mehr schert. Ihm war einfach alles komplett egal. Dass er jetzt aber wirklich einen dunklen Plan hinter allem hat, das fand ich total heftig. Und ja, Staffel 15 geht dann eben genau da weiter. Wir haben immer noch Gott als Antagonisten da. Und ich will jetzt einfach mal darauf eingehen, wie ich die 15. Staffel erlebt habe, beziehungsweise auch, was ich ja zu bemängeln habe oder was ich eben auch sehr positiv fand. Und ich bin mit der Erwartung reingegangen, Staffel 15 ist eben das große Finale nach 15 Jahren. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich mit Supernatural angefangen. Da habe ich noch zu Hause gewohnt, in meinem Elternhaus. Und jetzt ist es vorbei. Da sind natürlich die Erwartungen an eine 15. Staffel doch relativ hoch. Und ich bin da reingegangen mit der Erwartungshaltung, es wird maximal okay. Einfach weil ich fand das Finale von Star Wars schrecklich, ich fand das Finale von Lost schlecht, ich fand das Finale von Game of Thrones als riesen Game of Thrones Fan schlecht und dachte mir halt dann, okay, sei darauf gefasst, Supernatural hat ja immer trotz allem eine bestimmte Qualität gehalten. Staffel 7 hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ansonsten war ja immer, es war immer eine Ebene an Qualität, die mal hoch, runter, ganz leicht variiert hat. Und deswegen habe ich mir gesagt, die werden das schon okay beenden. So, dann habe ich Staffel 15 angefangen zu gucken und muss sagen, die fühlt sich extrem supernaturalig an. Ist das ein Wort? Super, ist es jetzt, ist es ab heute ist es ein Wort. Ja, supernaturalig. Wir haben wieder einzelne Folgen, die auch in sich geschlossen sind, was an sich echt cool ist, weil die Folgen sind großteils eigentlich so gut wie alle ziemlich geil. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mein Problem war dann nur, dass ich glaube ich ab der dritt- oder viertletzten Folge angefangen habe, so ein bisschen zu strugglen, weil ich mir gedacht habe, ey, es ist das große Finale. Ihr habt jetzt Gott als Antagonisten eingeführt. Jetzt kommt mal langsam auf den Punkt. Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Wenn es euch beim Gucken genauso geht wie mir, eins vorweg. Genießt diese Serie, genießt die Staffel, genießt jede einzelne Folge. Sie schaffen es wirklich, mit der letzten Folge das perfekte Ende zu kreieren. Und ich sage das wirklich als jemand, der auch
Serien und Filme, die er selber liebt, extrem kritisieren kann. Aber das Ende ist wirklich perfekt. Es wird Minimum, werdet ihr sagen, ja, okay, die Figuren haben ihren respektablen Abschluss bekommen. Das wäre das Mindeste. Aber ich habe wirklich da gehockt und habe mir gedacht, geil. Das ist wirklich das perfekte Ende für die ganze Serie. Und jetzt habe ich hier schon mit dem großen Clou angefangen, was ich davon halte. Ich komme jetzt aber trotzdem mal zu den negativen Punkten. Und da sind mir zwei extrem im Kopf geblieben. Nummer 1. Es ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass bestimmte Figuren hier sterben werden. Das ist die finale Staffel. Natürlich stirbt dann wieder jemand. Das ist ja gang und gäbe in der Serien- und Filmwelt, dass das große Finale immer Opfer mit sich bringt. Und ich hatte hier das Problem gehabt, dass es bestimmte Opfer gab, die uns als endgültig verloren dargestellt wurden. Das war ein endgültiger Tod. Und das kam nicht so an. Ja, zumindest bei mir nicht, weil man muss sich überlegen, wir haben schon alles durchgemacht. Es gab Figuren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer was überlebt hat, die aus der Hölle wiederkamen, die aus dem Jenseits wiederkamen, die aus dem Nichts wiederkamen, die aus dem Fegefeuer wiederkamen. Und da gibt es dann endlose Sachen. Die wurden zerrissen, die wurden in die Luft gesprengt, die wurden durch Dimensionen geschossen, die kamen immer alle wieder. Und wenn ihr die Serie schon gesehen habt, die finale Staffel, dann werdet ihr vielleicht wissen, was ich meine. Das war ein Ende, das hat sich für mich nicht so endgültig angefühlt, aber es wird eben sehr endgültig dargestellt und dann eigentlich auch nochmal bestätigt durch eine Aussage einer anderen Figur, ähnlich wie es Thanos auch bei Loki gemacht hat in Infinity War, indem er auch sagt, no resurrection this time. Ähnlich war es dann eben auch da und ich dachte mir, warum? Also warum soll das jetzt endgültig sein? Da wurden schon wesentlich krassere Sachen gemacht. Dann gab es einen anderen Tod noch, der dann doch sehr endgültig dargestellt wurde. Und da dachte ich mir auch, okay, das war's jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, das war's jetzt. Aber das hat irgendwie funktioniert. Und dann merkt man aber dann irgendwann später, ach nee, die Figur ist zwar weg, quasi tot, aber irgendwie auch nicht so. Das kann ich jetzt nicht ohne es zu spoilern erklären. Das mit den Toten und mit den Verlusten, das war nicht ganz konsequent durchgehalten. Bin ich der Meinung. Die andere negative Sache ist Gott an sich. Dazu muss ich sagen, Gott an sich ist ein geiler Antagonist. Der Schauspieler ist unfassbar gut. Und Gott hat auch eine Ausstrahlung. Es gibt einen Moment, in dem er an einem bestimmten Ort auftaucht und dann den Jungs wirklich erklärt, warum er denn überhaupt so genervt ist von den beiden, ja. Und er läuft auf die beiden zu und erklärt das und schlägt dabei immer so in die Hände. Und jedes Mal, wenn er in die Hände schlägt, kommt so ein Donnerschlag. Und das hat schon echt Impact gehabt. Das war echt super geil. Aber das Ende, also das Ende des Konfliktes mit Gott. Ich habe mir darunter irgendwie was ganz anderes vorgestellt. Ich meine, es ist nun mal Gott. Dass es ein Konflikt, ein Ende gibt, der Konflikt läuft auf etwas hinaus. Ich sage jetzt nicht, worauf er hinausläuft. Es gibt natürlich ein Ende des Konflikts innerhalb der Serie, innerhalb der letzten Staffel. Und ich hatte mir da wesentlich mehr erhofft einfach. Ich habe gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr die Diskussion kommt zwischen Gott und Mensch an sich, das Gegenüberstellen Gott und Mensch. Weil was wir hier auch lernen ist, dass Gott sehr menschlich ist. Was auch Sinn macht, denn laut Religion sind wir das Abbild Gottes und deswegen macht es ja Sinn, dass wenn wir Fehler haben, dass auch Gott Fehler hat, dass wenn wir fühlen, auch Gott fühlen kann. Und da gibt es ein Gespräch, das auch im Trailer ganz kurz gezeigt wird, deswegen kann ich erzählen, dass das Gespräch auftaucht, zwischen der Dunkelheit, Mara war ihr Name, also Gottes Schwester und Gott selbst, die beiden unterhalten sich. Und das fand ich schon echt cool, weil da erfährt man wirklich, oder man merkt wirklich, dass auch Gott an sich selbst zweifelt, dass er wirklich, er ist nicht dieses perfekte Wesen. Ja, wie soll er es auch sein? Weil auch Gott macht sich bestimmte Gedanken, auch Gott stellt bestimmte Fragen, obwohl er immer der Allwissende ist oder als der Allwissende dargestellt wird. Das war eine echt coole Szene, aber der Konflikt, wie er letztendlich aufgelöst wurde, war mir zu schnell. Das
glaube ich, beschreibt am besten, ohne jetzt hier großartig was zu spoilern. Und es wurde auch sehr viel hinzugedichtet, damit der Konflikt gelöst werden kann, wie er gelöst wird. Ja, das war nicht so das, was ich erwartet hätte. Ich habe mir schon Reaction-Videos angeschaut. Es gab Leute, die waren begeistert davon. Es gab Leute, die aber auch gesagt haben, okay, das muss das so enden? Also muss das so... Naja. Und was gibt's dazu noch zu sagen? Es gibt so viele Sachen, die ich dazu erzählen müsste, aber ich würde sagen, das mache ich im Spoiler-Part. Ich würde sagen, ich lasse es einfach jetzt mal so beim spoilerfreien Part. Ist vielleicht jetzt für Leute, die die Staffel noch nicht gesehen haben, mehr Fragezeichen im Kopf als alles andere. Aber ich will euch da wirklich nichts vorwegnehmen, weil ich die Serie, also ich sag, die letzte Staffel, genießt die einfach. Und ich verspreche euch wirklich, es dauert fast bis zur letzten Folge, bis sie auf den finalen Punkt hinarbeiten. Aber sie schaffen das, was Game of Thrones in einer kompletten Staffel nicht geschafft hat. Innerhalb von, ich sag mal, 2 Episoden schaffen sie es, ein perfektes Ende zu kreieren. Und deswegen einfach nur Hut ab. Also, perfektes Ende für mich.